Hey Lieben, ich habe heute ein neues Video für euch und zwar ein Tutorial nur mit den neuen Catrice Produkten. Also ihr seht hier wirklich ganz viele verschiedene von den neuen Produkten und ich erzähle auch etwas darüber, wie ich diese finde beim Auftrag, was ich davon halte. Ich verlinke euch noch meine Blogposts mit Reviews und Swatches und Fotos und allem möglichen zu den neuen Catrice Produkten in die Infobox, falls ihr da auch nochmal schauen wollt. Und ja, der Look ist eigentlich so schon ein bisschen herbstlich angelegt und der Fokus liegt auch etwas auf den Lippen. Also ich habe die Lippen betont, den Eyeliner etwas und sonst auf einen strahlenden, glowigen Teint geachtet. Eigentlich wie immer, ja, bloß mit neuen Catrice Produkten. Ich hoffe, euch gefällt das Make-up und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Tutorial. Ich fange schon gleich mit meinen Augenbrauen an, weil ich meine Foundation und meinen Concealer schon in einem anderen Video gemacht habe, was ich unten verlinken werde. Eine First Impression zu den neuen Color Correcting Concealern. Und deswegen mache ich meine Augenbrauen zuerst. Dann nehme ich das neue Eye & Brow Contouring Kit in der Farbe 020, um erstmal meine Augenbrauen zu definieren. Und das geht auch richtig gut. Achtet nicht so auf den Pinsel, den habe ich zusammengeklebt, weil der auseinandergefallen ist. Dann nehme ich den hellen cremefarbenen Lidschattenton und verteile den auf meinem Augenlid, um erstmal mein Augenlid auf die anderen Lidschatten vorzubereiten, damit ich die besser verblenden kann. Und als nächstes nehme ich den helleren Braunton aus der Palette und blende den in mein äußeres V. Und ihr seht, dass ich da einfach einen Concealer benutzt habe. Ihr könnt aber auch jegliche andere scharfe Kante benutzen, zum Beispiel von einer Karte. Und damit habt ihr dann so ein richtig schönes Cat Eye schon vorgefertigt. Dann nehme ich den dunkleren Braunton und gebe den nochmal drüber, um das etwas abzudunkeln und um noch mehr Dimension in mein Auge sozusagen zu bekommen. Das verblende ich natürlich gut, damit wir keine harten Übergänge haben und damit das alles schön und verblendet aussieht. Als nächstes nehme ich diesen Contouring and Highlighting Pencil. Den finde ich richtig gut. Der ist butterweich und hat zwei tolle Seiten. Einmal eine dunklere Farbe und einmal eine helle Highlighting-Seite. Ich benutze erst die dunkle Farbe und gebe den an meinen unteren Wimpernkranz, verblende das auch. Wie ihr merkt, ich kann den euch richtig empfehlen. Und dann helfe ich noch etwas beim Verblenden und nehme diesen helleren Ton aus der Palette wieder, um einfach den Look noch etwas zusammenzubringen. Jetzt benutze ich die Highlighting-Seite von dem Stift und die ist auch richtig schön. Ihr seht, dass das so ein richtig schönes Highlight hat, schön schimmert und die benutze ich im Augeninnenwinkel, um das Auge wacher aussehen zu lassen. Und danach benutze ich noch den Highlighter-Ton wieder aus dem Eye & Brow Contouring Set. Da finde ich den bei 020, also bei der Variante 020, finde ich den auch super, super schön und super gut pigmentiert. Als nächstes nehme ich den neuen Eyeliner von Catrice. Der ist auch sehr gut, also der malt sofort und man kann mit dem auch sehr präzise zeichnen. Aber ich habe ihn da das erste Mal ausprobiert, deswegen kann ich noch nicht sagen, ob sich der Lidschatten ansammelt. Das ist das einzige Produkt, was es schon gibt im Sortiment. Das ist nämlich die Prime & Fine Professional Contouring Palette von Catrice in der Farbe 010. Wie ihr wisst, benutze ich die immer und deswegen habe ich sie da auch benutzt. Und damit habe ich meine Wangenknochen etwas definiert und meine Stirn auch. Und danach auch noch meine Nase etwas verschmälert. Als nächstes benutze ich dann einen dieser Powder Matte Blushes, die gebacken sind, deswegen sehen sie so witzig aus. Man kann die auch direkt auf die Wange geben, aber das finde ich ein bisschen komisch, deswegen habe ich erstmal einen Pinsel benutzt und damit geht das auch super. Da finde ich das Verblenden auch etwas leichter. Dann habe ich noch die Deluxe Glow Highlighting Palette benutzt. Da habe ich die zwei helleren Töne einfach zusammengemischt und ziemlich geschichtet, damit ich ein schönes, glowiges Ergebnis habe. Aber ich muss sagen, dass sie mir jetzt schon besser gefällt als auf dem Event. Ich habe bei dem Event gesagt, dass ich so ein bisschen skeptisch bin, dass da zu wenig Pigmentierung drin ist. Aber bis jetzt sieht es so aus, dass sie doch ganz gut ist.
Und dann benutze ich noch die Lash Dresser Comb Mascara. Die ist auch sehr gut. Ihr seht, dass die Bürste so eine ganz witzige Form hat. Die hat nämlich nur an einer Seite Bürsten und deswegen kann man wirklich durch die Wimpern kämmen und erwischt so jede einzelne Wimper und kann die gleichzeitig auch trennen. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Produkt auf einmal auf die Wimpern gibt. Und man kommt auch sehr gut an die unteren Wimpern dran und verschmiert nicht gleich alles mit einer großen Bürste. Zum Schluss habe ich dann noch meine Lippen gemacht. Da habe ich einfach erst einen der neuen Lip Liner benutzt und dann noch einen Lippenstift. Der ist sehr, sehr dunkel und sieht aber trotzdem richtig schön aus. Und zum Schluss benutze ich natürlich das neue Prime and Fine Fixing Spray. Das ist auch sehr gut, vor allen Dingen riecht das richtig lecker. Das müsst ihr einfach aufsprühen und dann etwas warten, bis es trocknet. Aufpassen, dass ihr dabei nicht niest oder eure Augen zusammenpresst, weil die Mascara wird natürlich auch so ein bisschen nass wieder und kann dann abfärben. Und ja, so sieht der fertige Look aus. Wie gesagt, das sind nur neue Catrice-Produkte. Alle, die ich benutzt habe, gefallen mir bis jetzt immer noch sehr gut. Schreibt mal euer Lieblingsprodukt aus dem neuen Sortiment in die Kommentare und ob ihr den Look schön findet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den noch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!